Ist schon Wahnsinn, was aus dieser kleinen Bohne für ein leckeres Getränk werden kann. Und damit herzlich willkommen zum neuen Video. Du siehst, der Tisch steht schon voll. Es gibt wirklich viele Methoden, sich draußen einen Kaffee zu machen. Ich versuche jetzt heute mal alle mir Bekannten zu beleuchten. Gib mal so meine persönliche Einschätzung dazu. Los geht's. Methode Nummer 1, und ja, viele denken da gar nicht dran, aber tatsächlich die Thermoskanne. Einfach den Kaffee daheim am Vollautomaten, wie auch immer, machen. Direkt abfüllen, die Thermoskanne ab in den Rucksack, das Ganze mit auf die Tour nehmen. Und ja, in der ersten Pause hast du direkt deinen Kaffee griffbereit, musst nichts mehr kochen, hast keine Wartezeit. Es geht direkt los mit dem guten Kaffee. Prost! Herrlich. Großer Vorteil an der Sache ist, dass du immer genau den Kaffee dabei hast, den du auch von zu Hause gewohnt bist. Du hast vollkommene Entscheidungsfreiheit, welche Bohne, welche Zubereitungsart du nimmst, aber genau der Kaffee ist dabei. Und in der Thermoskanne hält der auch über Stunden noch heiß, insbesondere im Winter, wenn man unterwegs ist oder ja, relativ früh schon raus ist, ist das eine wirklich super Alternative, die viele von uns leider nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Variante 2 sind lösliche Kaffees. Das ist eigentlich Kaffee, der wieder dehydriert wurde und den man einfach noch mal mit heißem Wasser aufgießen muss. Egal, ob es Kaffee pur ist und Espresso wie hier. 2 in 1, da ist die Milch schon mit dabei. 3 in 1, da ist noch Zucker mit dabei. Oder noch diverse, ja, Cappuccinos mit Schoko- oder Vanille-, Karamellgeschmack. Da ist für jeden Geschmack was mit dabei. Aufreißen, Pulver in die Tasse, heißes Wasser dazu, umrühren und fertig ist eine Tasse Kaffee. Heiß. Geschmacklich lässt sich hier natürlich drüber streiten. Die reinen löslichen Kaffees sind meistens nicht so gut. Wer auf eher süße Kaffees steht, für den sind die 3 in 1 ganz gut. Zur Not sage ich mal, ja, ich habe es auch schon öfter genutzt. Aber es ist auf jeden Fall hier noch Luft nach oben. Variante 3, und jetzt kommen wir in die Richtung des Kaffee-Aufbrühens. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, zum einen gibt es diese fertigen Coffee-Trip-Bags. Hierbei handelt es sich ja so um kleine, ja, Päckchen und kleine Filter, die man ja über eine Tasse stülpen kann. Oben aufreißen, und hier ist einfach frisch gemahlenes Kaffeepulver drin. Gießt man dann heißes Wasser drüber und hat dann entsprechend frisch aufgebrühten Kaffee. Hier an der Stelle haben wir hier ein fertiges Produkt. Da bin ich natürlich auf die Kaffeesorte wieder festgelegt. Auch ist der Kaffee ja vorgemahlen, und ja, man weiß nicht genau, wie lange ist er schon da drin. Eine andere Möglichkeit, diese Beutel hier gibt es auch eher fertig zu kaufen. Hier im 50er-Pack, Link packe ich euch mal unten rein. Sind quasi zum Selbstbefüllen und funktionieren dann quasi genauso. Hier habe ich mal einen gerade vorbereitet. Da könnt ihr dann quasi das Kaffeepulver eurer Wahl mit reinpacken, könnt eure Kaffeebohnen eventuell sogar frisch vor Ort vermahlen. Habt dann auch die Möglichkeit, natürlich die Stärke durch die Wassermenge entsprechend zu variieren. Kaffee Nummer 3 ist fertig. Prost! Lecker! Wenn du keine Lust hast, hier mit Kaffeepulver selber rumzuhantieren oder bei den vorgefüllten nicht die richtige Sorte findest, dann solltest du dir vielleicht mal die Coffee Brewer Bags von der Brew Company anschauen. Die gibt es in zig verschiedenen Sorten, von mild bis stark ist alles mit dabei. Sind quasi fertige kleine Kaffeekännchen mit eingebautem Filter. Einfach oben aufreißen, heißes Wasser einfüllen, je nachdem, wie viel du willst. Da passen so zwischen 300 bis 400 Milliliter etwa rein. Das Ganze dann 4 bis 10 Minuten ziehen lassen, und fertig ist ein richtig leckerer, frisch gebrühter Kaffee. Ich nutze die auch schon seit einigen Jahren. An der Anfangszeit hatte ich einen einzigen Beutel, der mal undicht war, aber seitdem gibt es hier gar keine Qualitätsprobleme mehr. Gibt es auch in Tee, solltest du das wollen, aber könnte mir nicht vorstellen, wer das will. Höchstens, wenn man krank ist, aber dann gehe ich nicht raus. Funktioniert richtig einfach. Komm, wir machen einfach mal einen. Einfach oben aufreißen, heißes Wasser reinfüllen, wieder schön verschließen. Während der Kaffee hier erstmal durchzieht, kurze Frage an dich: Wie trinkst du denn den Kaffee überhaupt? Schreib's mal in die Kommentare.
Alle, die sagen, ach, da fällt doch so viel Müll an, die kann ich beruhigen. Diese Brewer Bags lassen sich mehrfach wiederverwenden. Ihr seht, der da hat schon einige Touren hinter sich, ist bestimmt 6-7 Mal wiederverwendet worden. Der ist von 2017 irgendwann. Das heißt, der ist schon lange bei mir im Einsatz. Einfach das Ganze zu Hause ausspülen mit Wasser, das Ganze schön trocknen lassen und dann mit dem Kaffeepulver eurer Wahl wieder befüllen. Oben verschließen und schon ist der Kaffeebrewer bereit für die nächste Tour. Und hier gibt es jetzt Kaffee Nummer 4. Heute aus Guatemala. Prost. Sehr lecker. Ja, jetzt wird es Zeit, das Ganze auf die nächste Ebene zu bringen. Die Instant- oder Fertigkaffees haben wir damit abgehandelt. Jetzt brühen wir unseren Kaffee selber. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe hier einmal einen sogenannten vietnamesischen Kaffeebrewer. Der besteht aus einer Platte, die auf die Tasse draufkommt. Die hat ganz feine Löcher drin. Dann habe ich einen Becher. Auch der hat unten ganz feine Löcher. Der kommt hier rauf. Dort kommt dann der Kaffee rein. Dann habe ich hier so einen Stempel. Der kommt dann nochmal hier drauf auf den Kaffee dann. Das heiße Wasser wird drauf gegossen und das decke ich dann einfach nochmal mit einem kleinen Deckelchen ab. Und so brüht mein Kaffee dann nach und nach auf. Der original vietnamesische Kaffee wird dann nochmal mit einer gezuckerten Kondensmilch gemacht. Ja, muss man mögen. Ich mag es nicht. Ich nutze es einfach so, um meinen Kaffee aufzubrühen. Ansonsten gibt es noch diverse Möglichkeiten. Da habe ich jetzt aber keine mehr da, um auch die ganz normale alte Filtertüte wieder zu verwenden. Da gibt es von GSI ein paar Systeme. Da gibt es auch von MSR ein paar Systeme, um die originalen Filtertüten zu verwenden. Aber auch Hersteller wie Kies Titanium, wie der Outdoor Ninja und noch ein paar andere haben Titan-Dauerfilter mittlerweile im Programm. Das heißt, dort einfach den Kaffee rein, heißes Wasser drüber, kurz warten und euer frisch aufgebrühter Kaffee ist fertig. Also machen wir den auch mal kurz. Das Ganze steht hier drauf, dann kommen 1,5 Löffelchen Kaffee hier rein. Das Ganze wird jetzt hier leicht angedrückt mit dem Stempel und anschließend einfach nur heißes Wasser hier aufgießen, erstmal aufgießen, kurz warten, dass ich das Kaffeepulver ein bisschen aufquellen kann. Und dann gießen wir das Ganze mal hier voll. Deckel drauf. Ja, und schon nach kurzer Zeit ist dann eure Tasse Kaffee fertig. Zum Wohlsein Kaffee Nummer 5. Auch sehr lecker. Der große Vorteil dieser Systeme ist natürlich der Punkt der Nachhaltigkeit. Außer einem verbrauchten Kaffeefilter und etwas Kaffeesatz ist hier nichts an Müll, was anfällt. Das Ganze kann ich einfach entsorgen, ist sehr schnell kompostierbar. Der Kaffeesatz ist ein wunderbarer Dünger. Nachteil des Ganzen ist aber, dass ihr entsprechend Wasser braucht, um das Ganze wieder schön auszuspülen. Auf Touren, wo Wasser knapp ist im Sommer, je nachdem, wo ich unterwegs bin, ist das vielleicht nicht die optimalste Lösung. Beim ganz normalen Camping oder bei Touren am Fluss oder im Winter ist das aber eine schöne Lösung. Da ist Wasser en masse da. Noch einen Schritt weiter geht das System hier von Kaflano. Ein kompletter Kaffeemaker, Thermobecher und Kaffeemühle in einem. Ich habe hier eine Kaffeemühle drin. Das heißt, ich kann mir mein Kaffeepulver, meine Bohnen hier frisch mahlen. Dann ein wiederverwendbares Edelstahl-Filterelement. Dann brühe ich mir einfach den Kaffee rein und habe anschließend dann sogar noch hier einen weiteren Becher oder halt hier einen schönen Thermobecher, wo mein Kaffee lange heiß bleibt. Selbst der Mahlgrad der Bohnen lässt sich hier noch entsprechend verstellen. Einfach hier die Bohnen reinfüllen. Gemütlich eine Runde Kaffee mahlen. Schon fertig. Keine 2 Minuten gedauert. Wunderbar gemahlenes Kaffeepulver. Einfach herrlich, der Duft. Und dann das Ganze auch wieder mit heißem Wasser aufgießen. Einmal mal kurz quellen lassen. Und so ist kurze Zeit später dann ein weiterer herrlicher Kaffee fertig. Prost, Kaffee Nummer 6. Der ist wirklich gut. Da schmeckt man direkt, dass der im Gegensatz zu dem Kaffee eben hier frisch vermahlen war. Geil. Den gebrühten Kaffee lassen wir jetzt mal hinter uns und gehen auf eine neue Art Kaffee zu machen und das wäre die French Press. Hier habe ich so eine fertige French Press von Bestago. Die bekommt ihr so um die 35-40 Euro. Im Prinzip fülle ich hier meinen Kaffee rein, gieße ihn dann mit dem heißen Wasser auf, lasse das Ganze dann
5 bis 10 Minuten hier stehen und dann drücke ich langsam den Stempel hier runter, drücke quasi das Kaffeepulver auf den Boden und kann dann hier aus der Tasse einen kaffeesatzfreien Kaffee genießen. Schmeckt nochmal ganz anders als gebrühter Kaffee. Heute gab es noch nicht so viel Kaffee, legen wir los. Größere Menge, das heißt, da kommen dann hier 1, 2, 3, 4, 5 Löffelchen hier rein. Gießen das Ganze dann mit heißem Wasser auf. Das Ganze lassen wir jetzt hier, wie gesagt, ein paar Minuten stehen. Während der Kaffee jetzt vor sich hinzieht, kurz was zu den Vor- und Nachteilen. Man könnte ja meinen, Vorteil ist, ich habe ja einen Topf dabei, den ich gleichzeitig auch noch für andere Sachen nutzen kann. Ja, aber ihr braucht durchaus noch einen weiteren Topf, eben wo euer heißes Wasser drin ist. Das heißt aber nicht, dass dieser Topf dann ausschließlich nur für den Kaffee zu gebrauchen ist. Den Stempel hier könnt ihr abschrauben, das Ganze sauber machen und dann natürlich den Topf auch für andere Zwecke nutzen. Vorteil des ganzen Systems ist, ihr könnt damit direkt eine richtig große Menge Kaffee machen. Also hier gehen dann locker 500 Milliliter Kaffee rein, im Gegensatz zu so einem Coffee Brewer oder zu so einem Instant-Kaffee, wo ich dann nur so 200, 250 Milliliter habe, habe ich hier direkt mal für zwei Leute eine ordentliche Portion Kaffee am Morgen. Kaffee hat lang genug gezogen, jetzt drücken wir langsam den Stempel hier runter. Man merkt dann irgendwann auch Widerstand, das heißt, da hat sich dann der Kaffee oben abgesetzt und den drücken wir jetzt langsam nach unten, drücken quasi das ganze Wasser nochmal durch den Kaffee durch. Schön gemächlich, ohne großartig Druck, bis wir unten angekommen sind. Ja, und hätte ich jetzt auch den richtigen Topf verwendet, Den hätte ich jetzt auch einen schönen Ausgießer dran. Ihr seht, hier ist der Topf. Leider hatte ich das auf einem anderen Titantopf drauf. Das heißt, ich muss es jetzt wieder leicht nach oben lupfen, um jetzt hier meinen Kaffee auszugießen. Und hoffentlich gibt das jetzt keine Schweinerei. Nein, klappt. Zum Wohl, Kaffee Nummer 7. Ja, der Koffein kickt langsam richtig rein, also heute Nacht. Ist an Schlaf nicht zu denken, aber das Video ist noch lange nicht vorbei. Möglichkeit Nummer 7, 8, ich habe den Überblick verloren. Sich einen Kaffee zu bereiten, sind kleine Espresso-Maker. Der bekannteste davon dürfte die Bialetti sein, hier in der Ein-Personen-Variante. Weiterhin habe ich dann nochmal hier so eine Sportpresso aus Ungarn, so ein richtig geiles Set. Kommt in so einer kleinen Alu-Kiste, ist nur noch sehr, sehr schwer zu bekommen. Gibt es auch natürlich auch von vielen anderen Herstellern, GSI, S-Bit hat sowas, 1000 Firmen haben sowas. Funktioniert folgendermaßen, hier unten kommt Wasser rein, dann kommt dieser Filtereinsatz hier drauf, hier kommt eine Menge Espresso-Pulver, Kaffeepulver rein. Das Ganze wird dann zugeschraubt, von unten erhitzt. Ja, durch den Druck dort drin steigt das Wasser dann durch das Röhrchen hier hoch, drückt sich durch den Kaffee durch, im Inneren wie auch immer. Kommt auf die Maschine an, steigt das Ganze dann hier durch so ein weiteres Rohr hier raus und ja, kommt dann in ein Auffangbehältnis oder direkt unter in eine Tasse, die hier neben dran steht. Ja, und nach kurzer Zeit ist ein wunderbarer Espresso fertig. Ich mache den jetzt einfach mal. Damit das Ganze schneller geht, heißes Wasser rein, Espresso-Pulver eurer Wahl drauf, zuschrauben, ab damit auf einen kleinen Kocher. Ja, und jetzt heißt es warten, bis hier oben der Kaffee rauskommt. Wenn ihr hört, dass das Blubbern hier oben entsprechend weniger ist, dann ist die Zeit gekommen, das Ganze hier von der Flamme runterzuholen. Und wie man dann hier oben sieht, da kommt dann noch nichts mehr raus. Ich lösche mal hier das Feuer und dann gibt es einen schönen Espresso. Traumhaft. Und damit Prost zu Kaffee Nummer 8. Das ist natürlich ein Espresso-Pulver, ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Viel intensiver, viel stärker natürlich auch. Wesentlich kleinere Menge, aber sehr geil. Diese kleinen Espresso-Maschinen sind eher was für den Campingbereich. Sie lassen sich nicht so gut verstauen, je nachdem. Sind sie mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Der Sportpresso ist natürlich ein schön, sehr kompaktes System. Übrigens auch für zwei Personen, wo auch alles mit drin ist. Ich bekomme meinen Zucker, meinen Kaffeepulver, alles da rein. Die sind aber richtig teuer. Die werden momentan so zwischen
60 bis 100 Euro gehandelt. Ich habe meinen damals für 40 bekommen. Das ist eine Rarität aus den 60er Jahren. Die kleinen Bialettis hier, die kriegt aber teilweise schon bei eBay Kleinanzeigen gebraucht für 5 bis maximal 10 Euro. Leute, so viel Koffeinkonsum muss honoriert werden. Daumen hoch, Kanal abonnieren, wer noch nicht hat, und die kleine Glocke aktivieren, damit du auch kein weiteres Video mehr verpasst. Wer keine Lust hat, irgendwelche zusätzlichen Gerätschaften oder Filter mitzuschleppen, für den ist vielleicht sogar Cowboy-Kaffee eine Variante. Dafür einfach Wasser aufkochen, das ist jetzt hier gerade frisch gekocht, in eure Tasse geben, dann Kaffeepulver dazu, das Ganze ordentlich umrühren, abdecken und jetzt einfach 3 Minuten stehen lassen. Der Kaffee zieht jetzt schön durch und das Kaffeepulver sinkt dann langsam auf den Boden. Auf keinen Fall solltest du das Ganze jetzt nochmal auf ein Feuer, auf eine Hitzequelle stellen. Dann würde das Wasser wieder anfangen zu kochen und ja, zu viele Bitterstoffe würden aus dem Kaffee herausgelöst werden. Das Ganze schmeckt dann sehr bitter. Ja, 3 Minuten später, der Kaffee ist fertig und du kannst ihn genießen. Kaffee Nummer 9. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass oftmals nicht das ganze Kaffeepulver nach unten sinkt und man dann trotzdem noch mal ab und zu was zwischen den Zähnen hat. Von dem her ist das eher keine Methode, die ich überhaupt durchführe. Mag ich nicht. Nee. So, nichtsdestotrotz geht's weiter mit der nächsten Methode. Jetzt kommen wir langsam in den Hightech-Bereich. Von Vaccaro kommt die Nano Presso, eine Outdoor-Espresso-Maschine. Ich habe sie schon öfter gezeigt. Hier unten kommt heißes Wasser rein. Ich habe noch einen Becher mit dabei. Auf der anderen Seite kommt Kaffeepulver rein. Das Ganze wird wieder zugeschraubt. Dann muss ich hier entsprechend pumpen. Das Wasser wird mit 9 bis 12 Bar so in den Drehrohren hier durchgepresst und herauskommt ein Espresso mit einer richtig geilen Crema, der richtig geil schmeckt. Ich persönlich habe noch keinen geileren Kaffee als den hier getrunken und deswegen mache ich mit den hier auch noch. Und keine Ahnung, 30 Sekunden später ist ein richtig geiler Espresso fertig. Ich glaube, man kann es einigermaßen nur erahnen. Die Crema hier drauf, ich versuche es mal auf der Kamera hier rüber zu bekommen. Ja, man kann es sehen. Oh, richtig krasses, starkes Espresso-Aroma. Gibt keinen geileren Kaffee als den hier draußen. Prost, Kaffee Nummer 10. Wir bekommen hier zwar richtig geilen Kaffee draus, aber das Ganze muss man auch zelebrieren. Es ist dann nicht nur damit getan, dass man hier relativ schnell einen Kaffee raus hat, aber anschließend geht es natürlich darum, das Ganze hier nochmal zu säubern, quasi das Kaffeepulver hier auszuspülen. Auch dafür brauche ich entsprechend viel Wasser. Oben dem Wassertank muss ich nur schön sauber trocken machen und dann ist die Maschine aber wieder einsatzbereit für das nächste Mal. Wenn ich weiß, es ist nicht so viel weit zu laufen, dann kommt die auf jeden Fall immer gerne mit. Kommen wir zur letzten Möglichkeit, die ich kenne, sich draußen einen Kaffee zuzubereiten und damit auch zum Sponsor des heutigen Videos. Die Firma Conqueco war so nett und hat mir ihren Coffee Maker zugeschickt. Das Ganze ist tatsächlich eine komplette portable Kaffeemaschine mit integriertem Akku-Pack, also ein richtig großer Akku-Pack sogar. Ich nehme es mal gerade raus. Kein fest verbauter Akku, sondern ein Akku-Pack, den man wahrscheinlich auch nochmal nachkaufen kann, sollte der hier aus welchen Gründen auch immer defekt sein. Wir haben hier einen Knopf. Hier sind jetzt 3 Lichter, bedeutet, ich kann hier 3 Kaffees oder beziehungsweise 3 Espressos damit machen. Kurz was zum Aufbau vom Coffee Maker. Wir haben hier oben ein Fach, da kommt das Wasser rein und ihr seht, hier ist so eine etwas andere Fläche. Das ist tatsächlich eine Hitzequelle. Denn das Teil macht das Kaffeewasser auch heiß. Erhitzt es auf 95 Grad. Wenn es die erreicht hat, fängt es an zu pumpen und pumpt den Kaffee durch. Und zwar pumpt es ihn unten hier durch. Und dort kommt eine von diesen Nespresso oder Nespresso-Kapseln rein. Denn für dieses System ist es ausgelegt. Hier habe ich eine Nespresso-Kapsel aus dem Aldi. Die gibt es auch von in diversen anderen Supermärkten zu kaufen. Also hier die Nespresso-Kapsel rein. Dann kommt das Teil hier wieder drauf, wird fest zugeschraubt.
Der Kaffeebecher kommt dann unten drauf. Oben kommt dann das kalte Wasser oder auch das heiße Wasser rein. Wenn ich heißes Wasser verwende, kann ich entsprechend öfter einen Kaffee damit machen. Ich mache es jetzt mal zur Demonstration mit heißem Wasser. Dann geht das Ganze etwas schneller. Fülle das also auf, schraube es zu. Ja, und dann drücke ich einmal hier drauf, bis er piepst. Ja, und jetzt heißt es bei kaltem Wasser etwa 10 Minuten warten. Wie gesagt, der erhitzt das Wasser auf 95 Grad und unten kommt dann etwa 90 Grad heißer Kaffee raus. Habe ich entsprechend auch schon nachgeprüft mit einem Thermometer. Die Versprechen halten sie entsprechend ein. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das braucht mit dem heißen Wasser. Ich habe das Ganze jetzt mal aufgeschraubt. Und hier seht ihr, wie sich an diesem Pad jetzt so langsam kleine Bläschen bilden. Das heißt, das Wasser wird jetzt hier erhitzt, beziehungsweise ist ja schon heiß, aber wird nochmal quasi auf Zieltemperatur gebracht. So, jetzt hört man das Piepsen. Zieltemperatur ist erreicht. Jetzt wird der Kaffee entsprechend durch die Kapsel durchgepresst. Und gleich gibt es endlich einen Espresso. Ich hatte noch keinen heute. So. Fertig ist der Espresso. Das Teil schaltet sich automatisch aus. Und dann würde ich sagen, Prost, Kaffee Nummer 11. Herrlich. Schmeckt also richtig lecker. Das ist tatsächlich nur ein Gadget für jemanden, der wirklich sagt, schon alles hat und nichts mehr braucht. Als Geschenk für jemanden ist sowas auch, glaube ich, ganz gut geeignet. Zum Wandern für Outdoor-Touren sehe ich sowas eher nicht. Dafür ist es quasi mir viel zu schwer. Und ja, und man bekommt maximal 3 Kaffees eben entsprechend raus. Ihr seht, eine Leuchte ist jetzt aus. Für den Campingbereich vielleicht was oder fürs Büro, wenn man sich keine Kaffeemaschine hinstellen kann, aber vielleicht auf einen guten Espresso nicht verzichten will. So kann man sich perfekt noch nebenbei auf der Arbeit noch einen Espresso zubereiten. Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich hier sehr, sehr schlecht. Die Kapseln produzieren viel Müll. Und hier kommt bei der Herstellung der Kapseln ja auch Aluminium zum Einsatz, was sehr energieintensiv in der Produktion ist. Vorteil von dem System ist aber, dass ich eine sehr große Range an Cafés habe. Der Handel bietet da jede Menge an Auswahlmöglichkeiten an. Einfach George Clooney fragen, der wird ja schon was empfehlen. Puls habe ich gerade gecheckt, noch kein Herzrasen da, wunderbar. Dann kann ich mir den letzten Kaffee hier in dem Thermobecher später noch mal genehmigen. Und damit geht das wohl koffeinhaltigste Video aller Zeiten zu Ende. Ich hoffe, für dich war die ein oder andere Methode dabei, die du noch nicht kanntest. Vielleicht auch die ein oder andere Anregung. Sollte ich irgendeine Methode vergessen haben, die du kennst, die ich hier nicht gezeigt habe, dann schreib mir das bitte in die Kommentare. Würde ich mich selber Feedback entsprechend freuen. Ja, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin bin ich dann wohl wach. Ihr könnt dann 7-mal schlafen. Naja, ist halt so. Also, macht gut, bis bald und ciao. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Nächster Kaffee kommt bestimmt 3 Tage wach.